Fraktion Christian Dürr. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier regelmäßig die Stimme Moskaus hören, ertragen wir bereits seit einigen Jahren. Aber wie deutlich diese Stimme Moskaus auch gleichzeitig die Stimme Teherans ist, ist in der Rede von Herrn Chrupalla gerade deutlich geworden. Unfassbar. Keine Waffenlieferung an die Ukraine, das kennen wir, aber keine Waffenlieferung mehr an Israel. Deutschland soll die Unterstützung Israels abstellen. Allein der Zusammenhang, den von Herrn Chrupalla gerade verschwiegen worden ist, dass Wladimir Putin natürlich eine massive militärische Unterstützung aus dem Iran bekommt, dass deshalb ein AfD-Abgeordneter hier spricht, im Interesse von Wladimir Putin, damit der seinen Krieg gegen die Ukraine weiterführen kann, jetzt auch noch an die Seite des Irans tritt, um diese Achse zu stärken. Die Achse Moskaus und Teherans sitzt genau dort und bedauerlicherweise auch dort drüben, meine Damen und Herren. Da sitzen die Feinde unseres Landes, um es mal in aller Deutlichkeit auszusprechen. Da sitzen die Feinde unseres Landes, die unsere Bündnispartner. Und insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Staatsräson. Unsere Freunde in Israel so in den Rücken fallen und dann auch noch davon sprechen, dass sie angeblich in Deutschland Antisemitismus bekämpfen wollen. Das war mehr als entlarvend, Herr Chrupalla. Das war unverantwortlich. Aber Herr Merz, ich will zu Anfang Ihnen ein ausdrückliches Dankeschön sagen für Ihre sehr klaren Worte. Ich glaube, Sie haben vorhin als Sie dieses Thema angesprochen haben, nicht nur als Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU gesprochen, sondern auch als Parteivorsitzender der CDU Deutschlands. Diese merkwürdigen Gastbeiträge, die ich jetzt gelesen habe, insbesondere von Herrn Kretschmer, von Herrn Vogt und von Herrn Woidke, es war richtig, dass Sie das hier einmal klargestellt haben. Denn eins muss für die demokratische Mitte dieses Hauses immer klar sein, wo wir stehen, im transatlantischen Bündnis, wo wir unterstützen Israel und die Ukraine. Deswegen, lieber Herr Merz, das verdient Respekt. Und ich glaube, es war ein sehr deutlicher Hinweis, übrigens auch an die derzeit in Koalitionsverhandlungen befindlichen Parteien in den ostdeutschen Bundesländern. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundeskanzler hat insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit herausgestellt, die auf dem Europäischen Rat eine besondere Rolle spielen wird. In dem Zusammenhang will ich eins unterstreichen. Nämlich, dass unsere geopolitische Stärke insbesondere in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unmittelbar mit unserer ökonomischen Stärke zusammenhängt. Deswegen ist es auch ein Beitrag für Frieden in der Welt und in Europa, wenn Europa und Deutschland ökonomisch stark ist. Und darin müssen wir wieder zurückkommen. Es ist über die Handelspolitik gesprochen worden. Und ich bin Ihnen, Herr Bundeskanzler, sehr dankbar für die deutlichen Worte. Es ist ja dieser Bundesregierung und dieser Koalitionsmehrheit am Ende möglich gewesen, das Freihandelsabkommen mit CETA zu ratifizieren. Ich bin dankbar für die sehr deutlichen Worte in Bezug auf Mercosur. Und meine klare Aufforderung in Richtung Frau von der Leyen geht auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika Verhandlungen aufzunehmen, meine Damen und Herren. Der Wohlstandsmotor Europas ist mehr Freihandel mit den Demokratien der Welt. Das muss die klare Botschaft auf dieses europäischen Gipfels. Und Sie haben die bürokratische Situation angesprochen. Auch das will ich noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Die Europäische Union hat sich bereits vor 20 Jahren im Wachstum von den Vereinigten Staaten von Amerika abhängen lassen. Bereits vor 20 Jahren hat die Europäische Union den Anschluss verloren. Europa ist insgesamt nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Übrigens in Bezug, weil Sie die Industriepolitik ansprachen, Herr Bundeskanzler, Deutschland befindet sich bereits seit dem Jahr 2017 in einer Industrierezession. Bereits seit 2017 ist auch unser industrieller Kern nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Aber ich will einen Punkt ergänzen in aller Deutlichkeit. Ja, es ist richtig, den industriellen Kern
ein Rückgrat unserer Volkswirtschaft herauszustellen. Aber zum Rückgrat unserer Volkswirtschaft gehört eben auch der deutsche Mittelstand, gehören die Start-ups, gehören die Handwerksbetriebe. Deswegen ist meine Erwartungshaltung an die Bundesregierung, nicht ausschließlich über Industriepolitik zu sprechen, sondern sehr deutlich zu machen, dass der deutsche Mittelstand unser Wachstums- und Wohlstandsmotor, übrigens auch unser Exportmotor an der Stelle ist. Deswegen nicht mehr Gipfel, sondern mehr Handeln, auch in der Bundesregierung an dieser Stelle, ist meine klare Erwartungshaltung. Und wir sollten jetzt auf dem Gipfel unseren Beitrag dazu leisten. Die Bürokratie ist angesprochen worden. 80% der Regeln, mit denen wir zu tun haben, kommen direkt aus der Europäischen Union. Bei einem gemeinsamen Binnenmarkt ist das per se nicht schlecht. Das Problem sind die Regeln selber. Und auch in Deutschland sollten wir unseren Beitrag leisten. Man kann jetzt rhetorisch natürlich von Kettensägen und Wegbolzen sprechen. Ich sage es ganz offen, in Bezug auf das deutsche Lieferkettengesetz, Herr Bundeskanzler, würde mir Abschaffen schon vollkommen reichen. Da würde mir Abschaffen schon vollkommen reichen. Wir müssen gleichermaßen auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften wiederherstellen. Wir sind dramatisch zurückgefallen. Ich habe vorhin über die geopolitischen Zusammenhänge hier gesprochen. Wir müssen es national und europäisch endlich schaffen, wieder ausreichend wettbewerbsfähig zu werden. Frau von der Leyen hat, als sie den Green Deal vorgestellt hat, von einem Projekt Man on the Moon Moment gesprochen. Das Gegenteil ist eingetreten. Am Ende ist Europa teilweise leider auch ein Bürokratiemuseum geworden. Deswegen ist meine klare Erwartungshaltung auch an die neue Kommission. Stoppen wir diesen Quatsch mit Strafzöllen, das schadet der Handelspolitik. Weg mit überflüssigen Flottengrenzwerten beispielsweise. Und ich sage auch in aller Deutlichkeit, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie Sie es ausgeführt haben, Herr Bundeskanzler, die lediglich Aktenordner in deutschen Unternehmen füllt, aber nichts dazu beiträgt, die Welt besser zu machen, nein, die Welt schlechter machen wird, das sollte auch in Frage gestellt werden. Verschieben bei der Flottengrenzwerten, bei anderen Dingen, bei der Entwaldungsverantwortung kann nur ein erster Schritt sein. Ich glaube, dieser Europäische Rat sollte mit deutscher Unterstützung die Kraft haben, in Europa ein echtes Reformprojekt anzustoßen. Von diesem Rat muss das Signal ausgehen. Wir wollen wieder Wettbewerbsfähigkeit, und das heißt eben auch die komplette Abschaffung von überflüssigen europäischen Regeln. Ich danke Ihnen. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Lars Klingbeil.